Oh, guten Morgen, Friends. Es ist Showday, der letzte Wettkampf dieser Saison. Ich sehe gar nichts, weil ich noch keine Kontaktlinsen drin habe. Aber ich gehe jetzt mal ins Bad. Wir haben 6 Uhr noch was. Haben den Wecker früh genug gestellt. Ich bin erst um 1 Uhr dran. Jetzt artet das wieder in Riesengechille wahrscheinlich aus. Nein, Spaß. Ich gehe jetzt ins Bad, mache meine Linsen rein, esse was. Und dann machen wir die Farbe. Sehe die Mücke, die uns die Nacht zerstochen hat. Wo? Da an der Decke. Ja, und das Mückenproblem ist auf jeden Fall. Oh Gott, wie sehen meine Haare denn aus? Ich bin gerade aufgestanden. Das Mückenproblem ist auf jeden Fall noch bestehen geblieben. Ja, sie ist mir nachts wieder um die Ohren geschwirrt. Aber ich wurde gar nicht so krass zerstochen wie die letzten Nächte. Nee, diesmal. Aber das ist ja egal. Gibt erstmal einen Kaffee und dann gibt es Mehl und dann gibt es Farbe. Food. Haare sind geglättet. Ich habe mir jetzt wieder meine Kluft angezogen und jetzt schminke ich mich. Heute schminke ich mich selber. Bin gespannt, wie es wird. Wir sehen es gleich, ob es gut geworden ist oder nicht. Ich habe gerade schon zu Anna gesagt, es ist irgendwie alles sehr entspannt. Wir haben kurz vor 10, liegen gut in der Zeit, haben alles gemacht. Und wenn jetzt nicht irgendwie die Straßen gesperrt werden und Uber streikt, dann ist eigentlich alles supi. So muss das sein. Wunderbar. Ich habe auch gestern gesagt zu Jule, ich kann mir das gerade gar nicht mehr vorstellen, so am Wettkampftag dann erst anzukommen bei der Location oder so in dem Ort. Das ist einfach so stressig. Das ist so stressig. Und es ist ja nicht, dass man sagt, okay, es kann ja immer was auf der Strecke passieren, so, aber das passiert einem ja dann nicht. Wir hatten Erlebnisse. Jede Woche wieder. Autopanne, Auto kaputt, Reifen geplatzt, Unwetter, Igel überfahren. Also diese ganzen Horrorszenarien, die man, wo man denkt, die passieren nicht, die sind uns schon passiert. Deswegen sind wir froh, wenn wir hier da sind, wenn wir chillen können. Weil um 5 Uhr nachts oder um 3 Uhr nachts im Ort ankommen, wo der Wettkampf stattfindet, um dann Farbe zu machen, nachdem man schon Farbe auf der Raststätte gemacht hat. Alles uncool. Aber haben wir schon wieder erlebt. Und trotzdem weiß man, klappt ja dann trotzdem immer. Es klappt auch in einem Van zu schlafen, in einem VW-Bus, haben wir auch schon gemacht. 3 Schichten kann man auch morgens machen. Also wir haben gefühlt alles schon durch. Ja, aber war immer trotzdem lustig dann im Nachhinein. Es klappt auch immer alles. Und es klappt auch trotzdem immer alles. Man darf sich nur nicht stressen. Ja, so, jetzt esse ich. Hier ist unsere Unterlagen. Unterlagen. Kissen sind da drin zum Draufliegen. Tana hat den Koffer. Und dann fahren wir zum Uber zur Halle. Casino. Wir müssen aber nach da hinten in die Katakomben. So, wir haben uns hier einen schönen Raum gesucht. Richtig bescheuert, wir haben 150 Euro fürs Backstage-Ticket bezahlt und Hannah darf halt einfach erst um 1 eigentlich rein. Wir konnten jetzt auf 12 verhandeln. Wir haben jetzt halt erst kurz vor 11. Aber deswegen haben wir uns jetzt hier niedergelassen und die versuchen so auf dem anderen Weg mal reinzukommen. Und jetzt gibt es noch was zu essen. Ich bin heute richtig eingerastet. Habe ich geschnallt? Nee, aber ich habe auch geschlafen, also ich kann es nicht sagen. Aber tut irgendwie richtig gut. Es gibt jetzt hier ein Rice Meal und da hinten gibt es einen neuen Joppo. Karamell ist leider nicht allzu gut zu empfehlen. Ach so, nee, ich wollte eine Warnung aussprechen. Wir haben jetzt 12. Ja. Und es wird vor 12:45 wahrscheinlich losgehen. Aber es geht jetzt voran. Ich pick jetzt hier ein bisschen mein Ei rein und in mein Rice. Und dann werde ich. Dann müssen wir es gerne fertig machen.
wir werden vom Wettkampf zu Wettkampf optimierter, oder? Ja. Jetzt ist so, also wenn ich überlege, vor Friedberg, wie aufgeregt ich war. Ja. Wegen der neuen Klasse und alles auch, aber jetzt wirklich. Und weil man auch hier weiß, die gehen eigentlich nicht auf die Bühne, also auch bei Amateuren wirklich so, aber die gehen nicht auf die Bühne, wenn nicht alle da sind, außer du wirklich 30 Minuten zu spät. Ladies? Yes? You can start to put the gloves on and go upstairs to the backstage. Upstairs? Yeah, yeah. Yeah. Okay? Lass mal schon mal auf. Ich hab Gloves verstanden, welche Handschuhe sollen jetzt angezogen werden? Einfach eine Stunde auf der Bühne. Es war richtig anstrengend. Wir haben einen zweiten Vergleich. Es gibt später noch ein ausführliches Resümee zu dem Ganzen. Ich bin so mittelmäßig zufrieden, dass ich einfach meinen Eyewalk verkackt habe. Aber wie gesagt, gleich nochmal ausführlich. Jetzt haben wir uns umgezogen. Also ich habe mich umgezogen, Hanna hat es angezogen geblieben. Und dann schauen wir uns jetzt die Lisa an. Der weiß es besser. Nein, das nicht. Aber die gibt's ja hier nicht. Wir sind zurück. Da gibt's Tomaten, die werde ich mal angebraten für mein wunderbares Omelett. Fast ein bisschen heiß, die Flamme, glaube ich. Gehen wir mal ein bisschen runter. Da kommen noch Pilze rein und Live Reaction. Habt's. Und jetzt entscheide ich, ob es noch eine Wurstmittel ins Omelett schafft. Boah, die sind auf jeden Fall schon mal ganz schön wiggly. Okay. Mann, ey, eine Enttäuschung? Das ist eine Enttäuschung. Das ist 2 Wochen gefreut. Die sind total wässrig und nicht saftig. Also, ich merke nicht so wieder, ich hätte hier 22 Kalorien. Das ist schon ein bisschen eklig. Aber Hauptsache, wir haben jetzt 3 Gläser. Es gibt ja noch eine zweite Variante. Was ich noch sagen möchte. Es gibt nämlich die Grundidee, weshalb diese Lust auf diese Wurst hier entstanden ist, ist, dass es bei Kaufland auch so diätarische Würstchen gibt in Deutschland. Und die sind halt mega lecker. Die sind so richtig knackig, saftig. Okay, die sehen aber schon mal besser aus. Die sehen nämlich mehr aus wie die Wurst hier. Aber auch die, vielleicht können die das hier einfach nicht. Warte mal. War auch nicht so gut wie die von Kaufland. Aber die Dose ist eine Katastrophe. Wer? Die Dose. Warum? Die Dusche? Das geht nicht mehr. Oh. Ich kümmere mich drum. Horrorspiel. Nee. Highlight ist zum einen der Ketchup und das Eika, was es jetzt gibt. Also es mit der Wurst ist halb so wild.
gibt nichts Besseres als ein feines Eiklar. Das ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Erstmal ein bisschen Grundsättigung herstellen und dann kann es mit den Sharks zum Beispiel weitergehen. Und immer abdecken, ganz wichtig. Dann kann das schön stocken. So, die Berries waren nicht so gut, hättest du gedacht? Nee. Mmh. Ah, okay. Ich mag das Problem, die sind nicht ganz so süß, ne? Schmecken ein bisschen sauer, nach Pestiziden. Ja. Ein bisschen pelzig, ne? Im Abgang. Ja, schade. Bis dahin alles irgendwie echt enttäuschend gewesen. Bis auf die Cherry-Tomaten. Mmh. Mmh. Auch wieder so lecker. Kurzes Wettkampf-Fazit. Es war der zweite Call-Out. Ähnliches Starterfeld wie vor drei Wochen in Alicante. Sind ein paar neue irgendwie noch dazu gekommen. Ja, wie gesagt, zweiter Call-Out, womit ich grundsätzlich sehr zufrieden bin. Danach haben wir Fotos gemacht, mit denen war ich dann gar nicht mehr zufrieden. Aber ich hoffe, dass mich da so ein bisschen mein Gefühl trügt. Das lag das, was wir gesehen haben. Jule sagt, das lag am Licht und dass sie da auch letztes Mal so Horrorfotos gemacht hat. Absolut, die kann ich euch auch gar nicht einblenden. Das hat mich ein bisschen beruhigt. Ich werde auf jeden Fall mal mit Stefan quatschen. Zum Ende hin bin ich ja einfach jetzt ein bisschen dünner geworden. Ne? Da brauchen wir nicht drüber streiten. Aber grundsätzlich eigentlich zufrieden. Eyewalk so ein bisschen verfatzt am Anfang, das habe ich ja vorhin schon mal kurz gesagt. Da habe ich eine ganz neue Pose irgendwie mit eingebaut. Aber ist auch nicht so dramatisch, man hat es glaube ich nicht so extrem gesehen. Ja, aber wir wissen sowieso, woran wir arbeiten können. Ich bin richtig zufrieden mit den beiden Alicante-Wettkämpfen und mit dem jetzt so mittel, aber das spornt ja noch mehr an in der Off-Season. Finally. Jula. Huh? Do you think we have enough? Mhm. It's German food. Good. So bad. You can be honest. With some ketchup, I think it's good. Yeah, it might be good. Mm-hmm. Another pancake. Well, that might be fun. Wir sind wieder zurück. Annie, wo ist der Rest der Mannschaft? Kommt da angetrabt. Der Rest vom Schützenfest. Und wir haben hier eine kleine Tasche mit ein bisschen Snacks für die Show. Lisa hat gerade einfach die Olympia-Quali geholt. Antoine auch, also Stefan nimmt heute zwei Olympia-Qualifikationen mit nach Hause. Richtig crazy. Richtig, richtig crazy. Und jetzt mal gucken, wie es mit Bikini weitergeht. Garlic Bread mit Mozzarella. Schon fertig, oder? Mögen wir. Wir haben Pizza bestellt und Calzone bestellt. Bin ich hier richtig gespannt. Auf die Calzone bin ich sehr gespannt. Okay. Okay. Thank you. Boah. Ei, Hähnchen. Ich bin ja auch seit neuestem großer Pilzfan. Wir sind zurück zu Hause. Da hinten findet schon ordentliches Meal-Prep statt, weil Jule und Jackson fliegen morgen wieder zurück. Vorher geht's aber ins Training und Jule muss dann auch Cardio machen. Also das wird ein busy day morgen für dich. Sehr busy. Und jetzt machen wir noch ein bisschen Quark-Time, beziehungsweise Protein-Pudding-Time. Hannah und ich teilen uns hier so ein Protein-Mousse und noch Vanille. Hannah nimmt schon ein bisschen Kreatin. Und die Calzone war richtig gut. Also ich war ja am Anfang ein bisschen skeptisch, aber ich konnte mich letztlich überzeugen von der Calzone. Und sie war wirklich sehr, sehr lecker. So sind wir aber so gut, ne? Ja. So, wir verabschieden uns langsam von den Stirnadern, von den Bauchmuskeln, haben wir uns schon verabschiedet.
Und das war die heutige Show Day. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr euch jetzt für die Off-Season wünscht. Mensch, ich sehe wirklich toll aus. Genau. Folgt mir auf Instagram und natürlich gerne diesen Kanal, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ein paar Kilo schwerer.